Viele von euch haben drauf gewartet. Hier ist es endlich, aber nur als Demo-Version, aber trotzdem eine Review zur Demo von Soul Sacrifice. Und ich sag euch, dieses Spiel ist echt gut geworden. Ich zeige euch nur einen ganz kurzen Ausschnitt eigentlich daraus, inklusive halt die Geschichte, wie sie eigentlich anfängt, worum es da eigentlich geht und dann so ein bisschen Gameplay, ein bisschen was kaputt hauen, ein bisschen was zerschrotten und ein bisschen im Fähigkeitenmenü mal reinschauen. Und ja, also für mich steht auf jeden Fall fest, nachdem ich die Demo gespielt habe, ich werde mir dieses Spiel definitiv kaufen. Ich habe es ja auch schon vorbestellt, aber das hat mich noch bestärkt, diese Vorbestellung auch wirksam zu lassen. Okay, seht mal rein. So, meine Lieben, dann gucken wir uns mal Soul Sacrifice an. Wir fangen das nochmal von vorne an, damit ihr auch schön das Intro seht, warum da überhaupt alles irgendwie so passiert, wie es passiert. Und dann zeige ich euch kurz ein bisschen von dem Spiel. So viel vorweg, also das sieht sehr, sehr geil aus. New Game. Ja. Ja, überschreiben. Okay. Soul Sacrifice. Erinnert ein bisschen an Soul Calibur. Ja, das ist natürlich, da ist es am besten, wenn man Japanisch verstehen würde. Da sind wir wieder an demselben Punkt wie bei Phantasy Star Online 2. Schön wär's gewesen quasi. Und da steht ja auch noch so lange und man kann es nicht überspringen. Ich weiß, schwere Bürde. So, und los geht's. Ja, und da kann man sich auch schon bewegen. Mit dem linken Analogstick bewegt man sich. Mit dem rechten guckt man durch die Gegend. Hadoken, sag ich dann nur.
jetzt müssen wir hier ein bisschen touchen. Wir müssen nämlich dieses magische Buch. Ich tippe mal auf das Necronomicon. Ich kann ja immer noch kein Japanisch lesen. Das müssen wir jetzt befreien von den Knochen. Ja, das quatscht uns jetzt erstmal einen Knopf an der Backe. Und jetzt wird geladen. Und eigentlich geht alles, wenn ich das bisher richtig verstanden habe, um dieses Buch. Und zwar stehen in diesem Buch Missionen, dass wir irgendwas vernichten müssen. Und dann ziehen wir aus, um diese Monster zu vernichten. Ja, hier unten wird ja schon angezeigt, mit Viereck, mit Dreieck und mit Kreis können wir angreifen. Da mit Viereck kommt mein Schwert. Bam, 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 bam. Mit Dreieck kann ich erstmal gar nichts machen und mit Kreis auch nicht. Ich muss erstmal das Schwert da, glaube ich, verschwinden lassen. So. Da, mit Dreieck kann ich jetzt so hervorstoßen. Zack. Mit L kann ich Gegner festmachen und mit Kreis kann ich diese komischen Pfeile hier abschießen, die natürlich nicht weniger beeindruckend sind. Ja, wir haben es verstanden, du bist der Obermacker. Und schon kommt der erste große Endgegner. Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie war denn da der Trick nochmal? Das müsste ich, glaube ich, in Deckung gehen. Am besten ist immer hier stehen zu bleiben, weil er wischt ab und zu mal hier so drüber. Genau. Ach so, hier trifft er mich trotzdem. Ja, das wusste ich jetzt nicht. Ich wollte gerade sagen, der schießt eigentlich mit seinem Wasserstrahl hin. Oh, und wieder laden. Ja, wie gesagt, das sieht eigentlich schon recht anständig aus, das Spiel. Ich habe es mir auch schon vorbestellt. Ja, und da haben wir wieder dieses mickrige, dieses grimmige Buch. Jetzt quatscht der wieder die ganze Zeit. Da müssen wir wieder pieksen.
So, ja, und jetzt sind wir natürlich an dieser Stelle wieder, wo man nicht weiß, was was bedeutet hier. Ja, es sind so ungefähr die ganzen Monster, wie ich schon vorher mal gesagt habe, die zeigt er, welche wir besiegen müssen quasi. So, und was man hier auswählen kann, habe ich auch gar keine Ahnung. Ich drücke einfach mal Kreis. So. Ich bin immer zu vorschnell mit dem Drücken. Also. Nein! Ach ja, jetzt ist auf einmal wieder X bestätigen. Okay. So. Ja, also hier, das ist das Inhaltsverzeichnis, so wie ich das sehe. Mit R und L kann man weiter blättern oder auch so. Ja, will kein Mensch wissen. Ich blätter mal weiter. So ein Spoiler-Alarm. So, und jetzt kommen wir hier zum Beispiel zu dem Gegner. Dann, wenn man jetzt hier die Mission annimmt, dann muss man diese Gegner halt besiegen. So, dann machen wir, unterschreiben wir mit Blut oder was weiß ich. Und jetzt geht's zu einer Mission, wo man diese Viecher töten muss. Und so ist das eigentlich mit den ganzen Viecher-Krams da in dem Buch. Ja, auf jeden Fall schickes Game Design. Sehr kreativ auf jeden Fall. Erinnert ein bisschen an so eine Welt aus Hellraiser. Wenn ihr Hellraiser noch nicht gesehen habt, boah, dann guckt euch die Filme an, die sind echt super. Ja, mit L hängen wir uns mal, suchen wir uns mal unsere Gegner hier quasi raus. Jetzt haben wir hier ein paar andere Waffen, weil wir einen anderen Spieler anscheinend haben. Ja, und wenn welche tot sind, kann man Sachen einsammeln von den Toten und dann kriegt man Experience-Punkte und die kann man dann aufteilen, entweder auf den rechten oder den linken. So, und der linke, so wie ich das herausgefunden habe selber, das ist man selbst. Und der rechte ist dieser komische Typ, der einmal mit einem mit rumrennt. Hier, jetzt stehen wir an so einem Ding und dann kann man mit L entweder selbst sich die Experience-Punkte einverleiben oder mit rechts dem Kollegen da geben. Aber ich wäre ja schön blöd, wenn ich meinem Kollegen da die Experience-Punkte gebe. Ja, und damit kann man den an sich ranpfeifen quasi. Indem man L drückt und gleichzeitig X. Ich mach dich kaputt. Ja, und Quest abgeschlossen. Noch schnell die Experience-Punkte. Das seht ihr hier oben an dieser komischen Kugel. Da muss man eigentlich, glaube ich, denke ich mal, versuchen, das Gleichgewicht zu halten.
zwischen den Mächten, aber ist mir egal, ich will alle Experience für mich haben. Ja, zack, abgeschlossen das Quest. Und so geht das halt die ganze Demo über. Immer irgendwelche Monster da jagen, töten und dann kriegt man irgendwelche Punkte für irgendwas und damit kann man irgendwas machen. Zum Beispiel da habe ich jetzt Gegenstände gekriegt und ich weiß absolut gar nicht, wie ich diese Gegenstände einsetzen oder irgendwie verwenden kann. So, schön. Jetzt kriegen wir Lob oder irgendwas von dem Buch, da habe ich gar keine Ahnung. Jetzt haben wir weitere Sachen im Inhaltsverzeichnis. Und zwar hier, wenn ich das richtig verstanden habe, kann man da Fähigkeiten einsetzen und hier kann man das Aussehen verändern. Oder den Charakter auswählen, sieht man jetzt gerade. Dann kann man hier Gesicht, Haarfarbe, Frisur und so weiter. Das kann man jetzt hier alles verändern. Kostüm. Kostümfarbe, Umhang, kein Umhang. Und da denke ich mal, also die Stimmen. Ja, das kann man dann natürlich jetzt auch machen. Ja, und hier kann man irgendwelche. Jetzt kann man hier den Namen eingeben, aber habe ich jetzt keinen Bock zu. Nennen wir uns einfach so, wie da steht. Ja, und hier kann man jetzt irgendwelche Fähigkeiten verteilen. Aber in der Demo noch nicht so verfügbar. Deswegen, ja, das war Soul Sacrifice auf der Vita. Was bleibt mir noch zu Soul Sacrifice zu sagen? Also die Grafik, ich meine gut, die Figuren, die waren jetzt im Game eigentlich eher, also diese eine Person bei dem Endgegner, die war sehr billig dargestellt vom Gesicht her. Einfach nur so ein, Pixel mehr da drüber oder so. Aber so an sich, dieses Level-Design, wie man das gesehen hat und so, das ist sehr geil, ausgedacht, sieht sehr schick aus. Vor allem auf dem Display von der Vita sieht das sehr schick aus. Auf dem großen Fernseher wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Aber das ist halt wieder ein Spiel, wo man einfach losrennt à la Monster Hunter, draufhaut, kaputt haut, Experience-Punkte sich einheimst und sowas macht mir ja sowieso sehr viel Spaß. Und davon haben wir eigentlich noch viel zu wenig Spiele auf der Vita. Deswegen würde ich da auf jeden Fall sagen, zugreifen. Sound ist gut, Steuerung funktioniert sehr gut, auch die Kameraführung funktioniert sehr gut. Das Locking-System auf die Feinde funktioniert sehr gut. Also ich würde auf jeden Fall sagen, insgesamt hat das Spiel so, ja, sag mal, eine sehr gute Wertung auch verdient. Ja, das war's auch schon wieder von hier. Ich, liked mir auch meine Facebook-Seite Gameblamer und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Mittag. Wie spät es auch immer bei euch sein mag, stay tuned, euer Gameblamer. Ciao.